Hallo und willkommen zurück zu Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Ich bin hier ein bisschen umhergelaufen. Ich hoffe, ich habe 2000 Schritte zusammengesammelt. Ich habe die Zeit genutzt, auch noch ein bisschen Geld auszugeben. Und zwar habe ich für Laura und Vieh die jeweils neue Waffe gekauft und auch, aufgerüstet und natürlich auch ausgerüstet. Und dann neue Klamotten. Ich weiß jetzt nicht genau wer, aber irgendwelche Leute haben hier... Ja, ich glaube die rote Jacke, die ist neu. Und Leopard Print Jacket hat er, glaube ich, vorher schon gehabt. Aber hier Laura und Vieh haben eben eine neue Jacke bekommen. Vor allen Dingen, um die Zauberverteidigung zu stärken. Das Ding hier bringt Art Defense 165. Und normale Verteidigung wurde auch ein bisschen besser. Und Elliot hat dafür ein paar neue Schuhe bekommen, die ihm ein bisschen mehr Speed bringen. So, dann gucken wir mal, was die Quest so bringt. Ah, fertig mit dem Ausdauertest, wie ich sehe. Darf ich die zurückhaben? Ach so, ich dachte, wir behalten die. Ja, auf jeden Fall. Ja, du bist ziemlich weit damit gelaufen, aber sie sind immer noch in nahezu perfektem Zustand. Ich kann das Produkt nun meinen Kunden ohne Vorbehalt empfehlen. Ich will sie mir später nochmal genau anschauen, aber ich bin sicher genug, dass ich schon mal eine weitere Ladung davon bestellen werde. Freut mich, dass ich da hilfreich sein konnte. Ja, die Strega-Firma muss ja schon eine ziemliche Company sein, wenn die schon seit 50 Jahren existiert. Ja, sie haben einiges an Geschichte, das stimmt. Aber sie sind in Erebonia nicht allzu sehr bekannt. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil wir historisch gesehen die protektionistischste Handelspolitik aller Länder auf diesem Kontinent betrieben haben. Also wenig andere Waren reingelassen. Naja, und das ist in den letzten 10 Jahren ein bisschen besser geworden, dank Kanzler Osborns Reformen. Es gab da einen neuen Absatz, eine neue Klausel, in dem Zollgesetz. Dieser neue Absatz wurde halt letztes Jahr hinzugefügt und da wurden die Handelsbeschränkungen noch weiter gelockert. Und deshalb habe ich mich entschlossen, Strega-Sachen bei mir aufzunehmen. Ja, da sind die Adligen bestimmt frustriert, wenn man bedenkt, dass sie am meisten profitiert haben von den Handelsbeschränkungen. Ja, aber für die normalen Leute ist es eine gute Sache. Ja, Kanzler Osborn weiß ja, was er tut. Ja, erschreckend gut. Ach ja, ich sollte euch noch eure Belohnung geben, bevor ich es vergesse. Also zunächst einmal bekommt ihr ein neues Paar von diesen Schuhen, die ihr gerade für mich getestet habt. Ihr habt ja zum Testen spezielle Schuhe getragen, aber bei diesen hier müsst ihr keine Sorgen haben. Die sind frei von Transistoren. Sie werden jedem passen, solange man sie gut zubindet. Okay, jeder Dame. Gut, dann würde ich aber sagen, dass Laura die ruhig weiter anziehen kann. Ist ja ganz begeistert davon. Das ist auch fies, ne? Wenn man da hat man auf einmal keine Schuhe mehr an. Merkt man gar nicht.
So, dann haben wir noch eine letzte Quest für heute. Genau, und da mussten wir ja zum Hafen, meine ich. Also den Monster hat. Und im Hafen sind wir noch nicht gewesen. Ja, da sind wir. Der Hafen von Heimdall. Es ist der Haupthafen, der an den Arnor-Fluss angebunden ist. Ach so, der Fluss da unten im Süden ist der Arnor. Und da kann ich Lagergebäude sehen. Ja, dies hier ist ein Hauptumschlagplatz für die, für die Fracht. Nicht so wichtig wie die transkontinentale Eisenbahn oder wie die Luftschiffe, aber immerhin noch wichtig. Ja, und wir haben ja eine Monsterquest hier bekommen. Lass mal sehen, ob wir den Typen finden, der uns die Anfrage gestellt hat. Okay. Schau mich trotzdem mal kurz hier um. Being near water always helps me relax. Oh yeah, your hometown is right on a lake, isn't it? Ja, als wäre das so was Besonderes. Es ist ganz normal, dass Siedlungen in der Nähe von Wasser gebaut wurden früher, also erst schon in der Steinzeit, und die haben sich dann halt immer weiterentwickelt und größer geworden. Ich kann mir jetzt keine Stadt vorstellen, also eine alte Stadt, wo es nicht irgendwie eine Form von kleinem Fluss zumindest gibt oder See oder irgendwas, also dass die Leute Wasser hatten. So, was mit dir, Bauarbeiter? Ja, diese Stadt hat 800.000 Mäuler zu stopfen, und das kann nicht, und dieses Essen dafür kann nicht allein durch die Bahn hierher geschafft werden. Und deshalb ist dieser Hafen so wichtig. Esperanza? I believe it means hope. Oh, das ist nett, dass du es sagst. Ich hätte es nicht gewusst. Und war hier gerade was aufgeblitzt? War hier. Ooh, this looks like a good spot. Genau. Ich habe übrigens auch in der Zwischenzeit, als ich die Schuhe ausprobiert habe, auch noch einen weiteren Angelspot gefunden, den ich vorher übersehen hatte. Und zwar in der Nähe vom, ja, bei dieser Statue von dem Dreichels, auf Dreichelsplatz, genau so hieß der. Ist sicherlich traurig für euch, dass ihr das nicht mitbekommen habt, wie ich da wieder geangelt habe. Aber jetzt ist wieder Chance zu entspannen. Ach je. Ist das ein Aal? Wow, this is a big one. Nee, ein Lachs. Ich bin übrigens auch im Rang aufgestiegen durch den Angelspot da am Reichelsplatz. Ich habe jetzt quasi einen schwarzen Anglergürtel. Aber muss ich natürlich noch mit dem Lake Lord abklären, dass ich dann auch mein Level abkriege oder bessere Ausrüstung oder was auch immer.
one. So. Okay, der gibt Anweisungen, wo die Kiste abgeladen werden soll. Entschuldigt mich. Ist es möglich, mit der verantwortlichen Person hier zu sprechen? Ja, ihr schaut ihn gerade an. Gibt es etwas, mit dem ich euch helfen kann? Aber ich kann mir nichts vorstellen, was eine Gruppe von Studenten in diesen Hafen treibt. Wir sind hier wegen der Anfrage des Gouverneurs. Wir wurden informiert, dass es ein Monster hier gibt, um das wir uns kümmern sollen. Ach, ihr seid die Typen dafür. Ich habe doch gestern erst die Anfrage gestellt. Ich wusste nicht, dass sie so schnell jemanden schicken. Ja, das war bestimmt mein Vaters Werk. Dieser reine Zufall hat ganz klar seine Handschrift. Naja, er ist ja der kaiserliche Gouverneur. Er kann die Fäden ziehen. Ah, bist du Gouverneur Regnets Sohn? Du musst sehr stolz auf deinen hart arbeitenden Vater sein. Ja, da hast du recht. Okay, würdest du uns dann bitte die Details der Anfrage erläutern? Ja klar, kein Problem. Also, da drüben ist eine Tür. Und wir wissen, dass das Monster sich dahinter irgendwie aufhält. Die Tür führt zu einer alten unterirdischen Passage und in letzter Zeit haben sich da halt Monster breit gemacht. Eine alte unterirdische Passage, sagst du? Glaubst du etwa, es ist... Ja, das könnten die gleichen Tunnel sein, die wir vom Hotel aus gestern erreicht haben. Es sieht so aus, als ob es unter einem großen Teil der Stadt solche Netzwerke gibt. Egal. Es geht doch jetzt um dieses heulende Monster. Wie kommen wir da jetzt rein? Gibt es da ein Problem? Ja, es hat mich ein bisschen irritiert. Ich glaube, es ist die Art und Weise, wie du sprichst, aber du bist nicht zufällig eine Adlige, oder? Doch bin ich, aber was hat das mit unserer Aufgabe zu tun? Ja, vielleicht nichts, aber dennoch. Ihr verdammten Adligen lebt hier euer luxuriöses Leben und schaut auf uns Bürgerliche herab. Und da habe ich Schwierigkeiten, jemanden von diesen Leuten um Hilfe zu bitten. Aber... Ja, da hat man schon gar keinen Bock mehr, für den überhaupt was zu machen. Sieht so aus, als ob die Reformpartei einen starken Rückhalt in diesem Teil der Stadt hat. Ja, aber das ist ja auch keine Überraschung. Ja, falls dich das stört, sollte ich erwähnen, dass auch ich ein Adliger bin. Okay, ich bin aus einem entfernten Teil des Kaiserreiches, aber dennoch. Du willst mich verarschen, oder? Naja, unsere Klasse besteht aus Bürgerlichen und Adligen. Ich bin ein Bürgerlicher, aber Rian und Laura haben mir ständig zur Seite gestanden. Laura ist sehr begabt mit
ihrem Schwert. Ich muss gerade überlegen, wenn Vieh jetzt sagt, dass sie Jäger ist, ob das einen guten oder schlechten Eindruck macht. Und ihr... das verstehe ich nicht so ganz. Ihr Pflichtbewusstsein ist quasi überhaupt nicht vorhanden, würde ich jetzt übersetzen. Aber es müsste ja eigentlich genau das Gegenteil sein. Sie ist halt eigentlich sehr fleißig, die Laura. Sie hat... sie würde im Traum nicht auf Leute herabblicken oder für diese Leute nicht etwa ihr Bestes geben. Ja, meine Freunde erzählen die Wahrheit. Mein Vater hat uns diese Aufgabe gegeben. Also, glaubst du, du kannst seinem Urteil vertrauen? Entschuldigt, natürlich habt ihr recht. Ihr seid extra hierher gekommen, um uns auszuhelfen. Aber es ist halt schwer, alte Vorurteile loszuwerden. Hier, ich überlasse euch das. Geht weiter den Hafen runter und dann durch die Tür. Das führt euch in die unterirdische Passage. Das Layout ist ziemlich kompliziert und es gibt da unten auch Wasserläufe. Also passt auf, wo ihr langtretet. Vielen Dank. Ah, es ist doch gar nichts. Es tut mir leid, dass ich euch so unhöflich behandelt habe. Ich sollte eigentlich ein besserer Mann sein. Ich dachte immer, Adlige und Bürgerliche, das wäre wie Öl und Wasser. Aber, also in Deutschland würde man wahrscheinlich eher wie Feuer und Wasser sagen. Aber ich denke, es gibt doch ein paar gute Adlige da draußen. Dem kann ich nur zustimmen. Okay, dann haben wir jetzt eine Monster-Extermination zu erledigen. Gehen wir mal in die Tunnel. Bereit, wenn ihr es seid. Aber bevor wir gehen, möchte ich gerne sagen, dass ich es sehr schätze, was ihr gerade für mich gesagt habt. Ganz besonders du, Vieh. Ich hätte nicht erwartet, dass du so für mich Partei ergreifst. Du hast mich wahrhaftig glücklich gemacht. Ach, du brauchst mir nicht zu danken. Ich will keinen Dank dafür, dass ich die Wahrheit sage. Okay, wenn du drauf bestehst. Ja, dann sind die beiden, haben die beiden jetzt wirklich ihre Feindseligkeiten begraben. Naja, das habe ich auf jeden Fall viel lieber als das, was wir die ganzen Wochen vorher erlebt haben. Okay, dann suchen wir mal nach der Tür. Okay. Der möchte bei seiner Arbeit nicht gestört werden. Und der auch nicht. Sieht so aus, als wäre sie jetzt offen. Tja, das wird sicherlich genauso wenig einfach sein wie der letzte Trip in die Tunnel. Ja, in der Tat. Wir sollten sicherstellen, dass wir gut vorbereitet sind. Ja, ich bin gut vorbereitet. Ich habe jede Menge Geld ausgegeben. Ich habe auch noch alten Kram verkauft. Ich überlege, allein die normale Lederrüstung plus Schuhe hat nochmal 400 Mira gebracht, insgesamt das zu verkaufen. Und ein bisschen anderen Kram habe ich noch verkauft. Also ich glaube, ich habe bestimmt 2.000-3.000 Mira noch dadurch gemacht.
dann knapp 20.000 für neue Klamotten und Waffen ausgegeben. Ich bin mir sicher, wir werden ja... Oh, hier gibt es auch Fische. Wir werden jetzt ja wieder Geld bekommen. Sieht so aus, als wäre das hier auch im Mittelalter gebaut worden. Genau wie die Passage, in der wir gestern waren. Glaubst du, sie sind miteinander verbunden? Selbst wenn sie das wären, sie sind so weit voneinander entfernt, dass wir niemals den Weg zum Tunnel von gestern finden würden. Ich kann hier auch Wasser hören. Es sieht so aus, als wäre der Hafenmeister, hätte der Hafenmeister recht gehabt. Dieses Gebiet scheint zu einer Wasserstraße verbunden zu sein. Vielleicht ist es sogar mit dem Arnor-Fluss verbunden. Und so wie das Echo hier ist, ist diese Passage breiter als gestern. Aber genauso zwielichtig. Es wird hart. Ja, keiner hat erwartet, dass es einfach würde. Aber zumindest können du und Laura sich jetzt miteinander verbinden. Dadurch sollten die Kämpfe für uns leichter werden. Ja, falls ihr nach einer Chance gesucht habt, den Ärger wieder gut zu machen, den ihr uns bereitet habt, da bitte. Überlasst das nur uns. Ja, ich freue mich schon drauf, unsere Schulden zurückzuzahlen. Es sieht so aus, als ob die zwei keine Zeit verschwendet haben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich muss vorsichtig sein, dass sie mich nicht im Staub zurücklassen. Ah, deshalb, okay. Schon mich gewundert, was Elliot jetzt da gerade sollte. Er kann jetzt endlich eine S-Craft einsetzen. Die siebte Rhapsodie. Mal sehen, was das kann. ...100% Confuse. Und ja, macht eben Schaden. Also ich hatte schon überlegt, ob es vielleicht so ein Heilding ist oder so, aber S-Craft machen hier wohl Schaden. Es gibt ja auch Spezialfähigkeiten bei anderen Spielen wie Agarus oder so, die eine Heilung bewirken. Ich muss nur mal gucken, ob ich hier irgendwas verdeppern kann. Gut, dann nochmal zwischenheilen. So, jetzt erstmal wieder eingewöhnen. Warum ist Elliot zuerst dran? Das können die überhaupt, wir wissen es nicht. Sind Vögel empfindlich gegen Luft? Wir werden es herausfinden. 120 Mana, das passt schon. Arcus activate. Here we go. There. Of course. Ach ja, genau, die Quarze habe ich auch wieder für Elliot verteilt und so, keine Sorge. Ist jetzt ein bisschen anders angeordnet als vorher. Elliot hat jetzt jede Menge Statusveränderungen. Ja. I'll handle it. Aber das konnte man ja erwarten. Aber ich hätte sogar erwartet, dass sie gegen Luft sehr empfindlich sind, wegen den vielen Federn und so. Die müssen ja richtig rumgewirbelt werden. Aber Feuer und Erde wären noch besser gewesen. So, jetzt wollen wir mal den angreifen, der kritisch dran ist, ne?
kriege ich gar nicht kaputt bis dahin. Vielleicht aber doch. Obwohl, dann mache ich lieber die beiden kaputt. Und dann kann der eine ruhig einmal kritisch zuhauen. Here we go. My turn. Target's eliminated. Let's get going. Mit den Masterquarzen habe ich auch lange Zeit überlegt, ob ich da noch den Angel austausche oder so, aber der Angel ist echt gut. Also ich brauche ihn zwar jetzt im Moment nicht, aber später, wenn man richtig heftiger Kampf kommt, kann das mit dem K.O. einmal ausweichen und so schon richtig gut sein. Und der hat auch unheimlich viele Arts, die man freischalten kann. Und der wird ja bald Level 4, mal sehen, was wir denn damit können. Und genauso Raven, der braucht jetzt zwar 15.000 Erfahrungspunkte, bis er da aufsteigt, aber diese 25% mehr Speed für die ersten 4 Kampfrunden ist auch ein super Start in den Kampf. I did it! Und Raven hat eben diese schwarzen Fertigkeiten wie Grim Reaper und solche Sachen, die ja in den Dungeons mit hoher Magie dann auch wichtig werden. Advantage is ours. Let's finish it. Of course. Okay. Ja, habt ihr das gerade gesehen? Lauras Waffe hat jetzt eine Feint-Chance und Feint ist ja nochmal besser als Freeze oder so, weil alle, die gefeintet sind, die ich angreife, die kriegen ja richtig Schaden. Wir werden es jetzt gleich mal eben sehen. Ja. My turn. Achso, wer ist überhaupt gelinkt? Achso, Link, Rean mit Laura, genau, weil die Link Level 4 schon haben. My turn. Ta! Evil will fall before my blade. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Angelspot. Advantage is ours. Let's finish him. My turn. Das sind ganz schön viele. Sharkodil, genau. Also ein Hyodil. Ich will die mal klassisch erledigen. Mal sehen, wie das so läuft. Esper wird hier auf jeden Fall jetzt platt kriegen, aber guck mal, schon wieder einer gefaintet. Nur 3. Nicht mehr die 3, dann ist der gefaintet nicht dabei. Here we go. Einer direkt instant K.O. Here we go. Der zweite normal gestorben. So. Rean. Second form. Damn. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Die sind alle gestunt und so, Wahnsinn.
Also gesealed. Here we go. Of course. Hey. My turn. There. Oh, und da haben wir Zero Arts. Mal sehen, haben wir irgendwas noch gar nicht richtig mal gezaubert. Ich glaube, die habe ich alle schon mal gezaubert. Ja. Achso, gegen was waren die jetzt anfällig? Gegen Erde, ja, dann machen wir das hier mal. Okay. Your swordsmanship gets better with every battle. And I've got a way to go to get to your level. 2250 Erfahrungspunkte. Und ich glaube, wir haben nicht einen Schaden abbekommen. Done. I did it! Warum geht's da noch hin? Achso. Schauen, ob die anfällig sind gegen Schläge oder eher nicht. Ich habe so die Befürchtung, dass die gegen normale Angriffe nicht so empfindlich sind. Achso, nee, doch nicht. Okay. Here we go. Ich will die lieber verlangsamen. Na komm, mach mal da, dann kriegst du wenigstens deine CP auch wieder durch den einen, den du da killst. My turn. Hostiles neutralized. Guess we're safe. I did it. Jede Menge Septit. Also Septit habe ich jetzt viel. Ich könnte mir auch noch neue Quarze basteln, aber ich wüsste jetzt nicht, was genau. Ich habe einen, habe ich mir gebastelt. Hier, den Holy Breath. Habe ich statt der Regeneration reingenommen, diese 30% Hitpoint Regeneration. Dieser wirkt jetzt auf eine riesige Gruppe und heilt dann, denke ich mal, auch mindestens 30% für alle Leute. Ich glaube, so eine Spontanheilung brauche ich öfter, als schon mal prophylaktisch mit Laura jemandem anders Regeneration zu verpassen. Denn die Regeneration hat ja den Nachteil, die empfangende Person muss danach ja erst einmal dran sein, ihre Aktion durchführen und dann wird sie dann 30% geheilt. Das ist dann selten, dass der denn überlebt, wenn er es dann braucht.
Müsste man halt im Vorfeld wissen, müsste man ahnen, welche Person als nächstes angegriffen wird und so. Kommen wir gar nicht weiter. Erstmal zur Kiste. Ein neues Monster. Ja. Aber wir sind am gut CP. Ah, ich bin so dämlich. This one's dangerous. Stay on your toes. My turn. Dann machen wir motivieren. All right, let's do this. Yeah. Give it to me. My turn. Und dann mach du ruhig mal deine S-Craft. Oder kannst du das danach machen, wenn du jetzt erst Armor Breaker machst? Das wäre eine super Sache. Mach mal erst Armor Breaker. Shatter! Wir haben nicht My gesagt, turn. Das ist ein Tough One. Jetzt hat er gerade 2000 Schaden bekommen, einfach so. Fainted ist der schon. Nehmen wir ein bisschen Speed weg. Target locked. Now. My turn. Machen wir nochmal Analyse. Gibt Erfahrungspunkte. Analyzing enemy attack patterns. Analysis complete. Of course. Ta! Go. Ta! Go. An opening. Your swordsmanship gets better with every battle. And I've got a way to go to get to your level. Ja, 300 Erfahrungspunkte. Tough one. Hm? Ich fast meine CP für S-Craft verschwendet. Eine Zugbrücke. Finde ich immer so ein bisschen irritierend, wenn direkt an derselben Stelle dann der Hebel ist, um die Brücke da runterzulassen. I wonder when that mechanism was made. I'm guessing a few hundred years ago at least, probably during the Dark Ages. Those were difficult times back then. Ja, schwierige Zeiten damals. Aber jetzt haben wir auch schwierige Zeiten. Wir haben immer schwierige Zeiten. Enemy sighted. Take him out. My turn. There. Of course. Der linke, der ist ja gleich dran. I'll handle it. Here. My turn. Den würde ich gerne besiegen, bevor er dran ist.
ist ganz schlecht. Also einer muss jetzt sterben. Sind die überhaupt feuerempfindlich? Also halbwegs. Komm, die 900, das schaffst du doch, ne? Wegen dem kritischen habe ich sonst ein Problem. Ja. My turn. Das bist nämlich du lieber kritisch dran. Mit Link dadurch, ja. An opening. My turn. My turn. Got it. Den Rush spare ich mir auf. Ich glaube, ich habe da eine rote Kiste erspäht. Oh, we did it. Not bad. Okay, ein großes Gebiet und Feint ist auch sehr gut. Ne, ist keine rote Kiste. Habe ich mich vertan. Let's get this over with. Eingefroren am Pennen. Mach den mal kaputt. Go. Go. Understood. Your swordsmanship gets better with every battle. And I've got a way to go to get to your level. Is that a treasure chest? Oh, sehr gut. Das ist einer der Quarze, den ich mir eigentlich schon basteln wollte. Aber dann dachte ich, nee, warte mal ab. Der macht so Albtraum und so. Kann ich den einsetzen? Eigentlich auch eher was für Zauberer. Müsste ich hier was wegnehmen. Schwierig. Ich lasse das erstmal. A challenging foe. We should engage it with care. A worthy adversary. Right. Waren die eigentlich gegen Feuer empfindlich? Na, nicht so richtig. Wasser. Wasser habe ich jetzt gerade gar nicht anzubieten. Und du? Können wir Luft nehmen, ne?
so für den Fall, dass sie näher kommen. My turn. Here. Ja, Vieh kann sehr gut ausweichen mittlerweile. Ich glaube 35%. My turn. Second form. Damn. Now's our chance. An opening. Of course. No escape. Okay. Here we go. Target's eliminated. Let's get going. Okay, erstmal da runter. Advantage is ours. Let's finish him. Right. Ja. No escape. Yeah. I'll handle it. Ich überlege fast, die S-Craft einzusetzen, aber nee. Hier erwische ich auch viele Leute. Here we go. Okay. Here we go. Go. There. Of course. Ta. Right. I'll handle it. Right. Hey. My turn. Evil will fall before my blade. Great! Boah, ich level up, sie gehen ja rasant hier. Hostile spotted. Beginning combat. Go! Zwei Viecher, lächerlich. There! Now's our chance! Laura! Of course! My turn! Yes! Right! Okay.
I'll pick you up! Right. My turn. Ach, nicht getroffen. Das heißt, wir bleiben unverletzt. Done. But we can't relax yet. So. Achso, genau, von links kam ich, genau. Bring it on! My turn! Stehen wir da ein bisschen weit auseinander. Gleich dran. Du, das schaffe ich nicht bis dahin. Will aber keine einpennen. No escape! Here I go. My turn. Okay, it's safe for now. By treasure. Enemy sighted. Take him out. Right. No. My turn. No escape. I'll handle it. Here I go. Now. I'll pick you up. Fool. Go. Turn. Here I go. My turn. Right. Now. See. Roger. Nice work. I was just following your lead. Geil. Force ist der von Vieh, der CP bringt. All right. Not bad. Success. I did it.
Den Sleep kann ich gut gebrauchen eigentlich. Das ist nicht total super, aber... Oder macht Biako das schon? Ah ja, okay. Ich finde nämlich Sleep eigentlich besser als Poison. Aber ich will jetzt auch nicht das Risiko eingehen hier, dass es dann nicht doppelt wirkt. Also es kann natürlich sein, wenn ich jetzt hier Sleep reinpacke, dass wir dann eine 20-prozentige oder 19-prozentige Sleep-Chance haben. Aber mit Poison bin ich auf der sicheren Seite. Oder Laura könnte das... Hat Laura Statusveränderungen an Bord? Naja, hat sie eh nicht. Nee, komm, lass mal. Hostile spotted. Beginning combat. Ihr wart feuerempfindlich, oder? Eine Erde. Ja, wenn da jetzt einer rauswandert. Oh, macht er gar nicht. Sehr schön. Nee, nur um sicher zu gehen, dass der Zauber auch unterbrochen wird. Now's our chance. An opening. My turn. Du kannst sparen. My turn. Of course. Huh? Evil will fall before my blade. So, jetzt muss ich noch mal eben was gucken. Nicht, dass ich was übersehen habe. Nicht, dass es hier noch einen Angelspot oder sowas gibt, den ich nicht gesehen habe. Ich muss mal eben was schauen. Tatsächlich. Dabei dachte ich, wäre alles gründlich abgegangen. Aber den hätte ich so übersehen. So, nicht am Gang. Hier in der Ecke, ganz fies. Nee. Der erste Fisch, den wir fangen, ist ja immer ein neuer in der Regel. Not bad. Aber diesmal nicht. Das sieht aus wie ein neuer.
What even is this? Ist also ein Aal, okay. 50 CP zurück. Ja gut. Wenn ich übrigens keinen neuen Fisch fangen würde während der drei Versuche, dann würde ich halt so ein Groundbait einsetzen. Haben wir ja mehr Versuche dann noch. Ich glaube einfach, es gibt an jeder Angelstelle dann auch einen neuen Fisch. Ja, jetzt machen wir hier Randale. Das dauert mir sonst zu lange. Und erwischen wir einen nicht. Und ihr werdet sehen, Vieh hat gleich fast wieder 200 CP. Und sie hat ja auch noch gerade hier sehr viel ab. Also wir bekommen jetzt richtig Kohle für diesen Kampf. Naja, 129 hat sie jetzt wieder. Vorher hat sie 200 gehabt. Right. Yes. My turn. Hi. Jetzt kriegst du dauernd weiter Septit dazu, wenn die anderen Leute was machen. Das finde ich auch sehr praktisch. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Nice work. I was just following your lead. Wasser? Hä? Ach so, müssen wir da runter? Warum ist hier noch ein Gang? Weil ein Hebel ist. Let's get him! Of course! No escape! Yeah! My turn. Den. Here! Here we go! Is everybody okay? Reicht das jetzt, um da runterzukommen, oder müssen wir noch einen Hebel ziehen? Bring it on. My turn. Ah,
course. Okay. Ja, da kannst du doch mal schönes Zaubern für umsonst. Ja. Hm. Ja, komm. Selbst wenn der Vogel gleich nochmal dran ist, das wird uns nicht wehtun. Nicht da angreifen. Let's keep moving. Let's finish it. Okay. Yeah. My turn. Hey! Here we go. My turn. Hey! Evil will fall before my blade. Huh. Is that a treasure chest? Ach, da unten. Ich habe sie echt erst nach Laura gesehen. Have nothing to fear. My turn. My turn. Yes. Okay. Here we go. Turn. There. Okay. My turn. Ha! We should keep going. Oh, what a nice looking treasure chest. Hey!
Ein besser Aerial? Warte mal. Ja, das ist ein bisschen besser, aber ich benutze ja nur den Aerial, der hier in dem Sand drin ist. Nur für einen Zauber jetzt einen Quarz anzulegen, das ist ja schon fast Verschwendung. Nicht nur fast, es ist Verschwendung eines wichtigen Platzes. Okay. Ach je. Ja, genau. Und der eine ist gleich kritisch dran. Wie, das ist dein Job. Hostiles neutralized. Guess we're safe. Und Elliots Quarz ist besser, das heißt, wir haben jetzt noch eine höhere Crit-Chance wahrscheinlich bei seinen Zaubern. Und einen neuen Zauber. 60% kritisch. Ja, und wenn er dem Sterben nahe ist, kriegt er 10% EP dazu. Ja, ist jetzt nicht so, dass weswegen ich diesen Quarz ausrüsten würde. Aber der Quarz ist sonst gut. Not bad. Achso, ich muss da oben wieder hoch, genau. Und warum bist du da? Ist da noch was Besonderes? Nein, ne? Welcome all challengers. My turn. No escape. My turn. Der eine hat zero arts, aber ja. Mal gucken, ob ich den vorher ausschalten kann. Here I go. Now, follow me, Elliot. Oh, der hat überlebt, er macht aber keine Zauber. My turn. My turn. Hostiles neutralized. Guess we're safe. An A+ outcome. Wie viele Kämpfe haben wir jetzt gemacht? 15 oder so, und ich habe mich noch nicht einmal heilen müssen. Ganz bisschen Hitpoints haben wir verloren. Das ist wirklich ein bisschen zu einfach hier. Aber beim Boss wird sich das ändern, keine Sorge. Da habe ich ja gerne mal meine Problemchen dann. Beim ersten Versuch. Was ist denn hier los? Oh, what a nice looking treasure chest. Oh oh, das muss ich mir noch mal eben angucken, was das ist. Nee.
ein Heilzauber für viel Hitpoints. Lohnt sich auch nicht, da muss ich schon eine bessere Variante haben. Wie zum Beispiel bei diesem Tira heile ich halt Mittel und habe selbst noch 500 Hitpoints extra. Das finde ich dann praktischer. Dann brauche ich schon mal eine riesige Heilung. Später, nicht jetzt. Und eigentlich der Elliot im Team ist... Ja, doch, einer muss sonst auch eine Heilung haben. Das kann nicht nur einer heilen. Es müssen mehrere sein. Was ist denn hier? So ein Knopf. Hier ist doch ein Knopf, Leute. Jetzt sei nicht, ihr macht es so wie in einem anderen Dungeon. Später entdeckt ihr dann diesen Knopf hier. Wieder keinen Angelspot gefunden. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier einer ist, wo hier einer ist. Nee, hier gibt es keinen Angelspot. Gibt hier in dem Dungeon keine weiteren. Und sonst Kisten habe ich, ne? Das sollte ich sich jetzt aber noch mal kontrollieren, weil man übersieht ja auch immer eine. Das kann ich jetzt gar nicht kontrollieren. Okay. Ich werde die schon alle geöffnet haben. This place seems like it goes on forever. Das ist wirklich sehr groß. Sure gave us a real humdinger of a job to deal with. Well, I'm sure we must be getting close now. Ich bin mir sicher, dass Gouverneur Regnitz nicht wusste, wie weitläufig der Dungeon hier ist. Dem ging es halt darum, das Hafenmonster zu beseitigen. Egal, was das für Konsequenzen hat. Hostile spotted. Beginning combat. My turn. Die sind wieder so weit auseinander. Ich bin es jetzt ein bisschen leid dann. Ach, ich hätte noch eine Runde warten wollen, hätten wir wieder mehr Septit bekommen. Na egal. So, ping. Hostiles neutralized. Guess we're safe. Genau, Level Ups gibt's ja alle her. No escape. Here we go. Sehr gut gemacht. Go. An opening. Right. My turn. Now. I'll pick you up. Right. Ta! You still have a lot of training to do. Challenging foe. We should engage it.
Erzähl nicht, Laura, der ist nicht challenging. Er ist armselig. Ellie verschlägt Zero Arts. Das wird den Kampf schon beenden. Können wir vielleicht einen neuen Zauber mal testen? Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht, wahrscheinlich sind die nicht feuerempfindlich. Genau. Aber besser als nichts. Here we go. Oh no, you don't! My turn! Your swordsmanship gets better with every battle. And I've got a way to go to get to your level. Wir haben 12.000 Mira gesammelt in dem Dungeon hier. Over with. My turn. There. Right. Yes. Now. Broken. Of course. Huh. I'll handle it. My turn. Hey! Go! Right! I'll handle it. Too slow! That's that. Let's keep moving. Hier ist doch irgendwas. Ach so, da ist ein Leiter, okay. Oh, what a nice looking treasure chest. Legbreaker. Ist das der, der Movement reduziert? Ja. Brauche ich jetzt nicht. Danke. Hätte ich mir schon herstellen können. Klar, es ist nett. Man könnte jetzt sagen, dann kommen die Gegner vielleicht nicht an uns ran. Aber es ist halt eben auch nur eine 15%ige Chance. Und dann vielleicht zaubern die Gegner, vielleicht haben die sonstige Fernangriffe, was weiß ich. Oder sind schon nah bei uns dran. Und da ist mir so ein Quarz, der 25% Verteidigung reduziert oder der 25% Stärke der Monster reduziert. Lieber. Und die habe ich ja ausgerüstet. Oder 25% Speed. Guck, da oben ist eine rote Kiste. Wie kommen wir da denn hin? Da hinten ist eine Leiter. Okay. Darf man nicht vergessen. Naja, egal. Die macht das jetzt. I'll handle it. Du machst das.
Here we go. Ping. Hostiles neutralized. Guess we're safe. Kampfdauer 11 Sekunden. Ja! Enemies ahead! Ah, zum Glück kein Vorteil der Feinde. I'll handle it. Ich bin ein bisschen geldgeil, deshalb haust du einfach einmal zu. Was machst du den hier? Kriegen wir richtig viel Septit. Und dann mal gucken, ob wir die noch brauchen für die ES-Craft. Wahrscheinlich nicht. An opening! You're finished! My turn! Der ist der Einzige, dem es noch halbwegs gut geht. My turn! I'll handle it. Sind ganz schön faul, die Fische. Die machen einfach nix, ne? My turn! Ist egal, hau irgendwo rein. Here we go! Okay. Now. I'll take you up. Of course. Hey. Go. Okay, it's safe for now. Hoffentlich haben die bei diesen Heiltränken auch ein Haltbarkeitsdatum aufgedruckt. Ich habe ja so lange keine mehr verwendet. Let's get this over with. Go! There! Go! Laura! Understood! Ja, eigentlich sparen besser. Hey! Right! Okay. Here! Safe for now. Klingt Level 2, super. Wir lassen das Wasser ab. So, jetzt müssen wir irgendwie noch zu dieser Kiste da oben hin. Komm, ich lasse ein paar Monster aus, ist mir echt zu lächerlich mit denen. Watch out, guys! My turn! Ist der eine größer hier? Ja. There. Go. An opening.
My turn. My turn. Es war jetzt blöd, dass ich den mittleren da gekillt habe. Here we go. My turn. Nur einfach, damit das Monster keine Zero Arts bekommt. Warte mal, so bist du gegen Hitze empfindlich? Nur so halbwegs. My turn. I'll handle it. Of course. Hey! We should keep going. Oh, what a nice looking treasure chest. Ja, CP sehen ganz gut aus, dann machen wir mal auf. Watch out, guys! My turn! Erstmal motivieren. Und dann ist das Lauras und Fies Angelegenheit hier. Alright, let's do this! Daddy! Listen to me! Right! So, da entgeht uns einer. Die Dicken werden in der Mitte überleben, aber das macht Laura dann gleich. We're going. Oder auch nicht. Dass die Dicken überleben, Wahnsinn. Right. Hey. Right. Right. Hey. You still have a lot of training to do. I've only just begun. Tauros. Das sieht aus wie einer, der jetzt zwei verschiedene Statusveränderungen machen kann. Das sind eher mit meine Lieblingsquarze. Goldener. Ach, ein Masterquarz! Ah. Ha! Geil! Alter, geil! So, Level 3 ist der. Der ist hauptsächlich für Stärke da. Normale Angriffe haben 1,5-fachen Schaden. Aber dafür auch doppelten Delay. Tja, der wird bestimmt noch besser. Normale Angriffe, das wäre ab und zu mal was für Laura. Ich meine, man macht ja kaum normale Angriffe. Na, irgendwie weiß ich noch nicht, wie ich den einsetzen soll. Schade.
Ach so, genau, jetzt muss ich nochmal, muss ich einen Kampf machen? Nö. Um CP aufzufrischen, weil wir sind ja jetzt hier gleich am Ende, wie das aussieht. Auf jeden Fall am Ende dieser Aufnahme. Und nächste Folge, also morgen, gibt es dann wohl den Bosskampf. Ich will nochmal spicken. Was es hier für Quarze gibt, ob da noch was Besonderes dabei ist. Das sind alles Sachen, die ich in der Stadt hätte auch bauen können. Und Slots habe ich eh schon alle geöffnet. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim Bosskampf. Macht's gut. Tschüss.